So, ja, weiter bei Wizen. Ich spreche mit Kato. Mit Tucker und William bin ich fertig. Dann sind wir jetzt dran, was? Pass gut auf, Kleine. Hier kommt deine erste Lektion. Ein Ordenskrieger ist jederzeit auf einen Kampf vorbereitet. Verteidige dich! Ey, was bist du denn? Warum kämpfst du hier? Boah, du bist ja ein Arsch. Na egal, ich krieg dich trotzdem kaputt. Was soll das? Ich denke mal, ich zieh dich mal aber eben zur Arena. Da können wir wesentlich besser kämpfen als hier. Mitten unter den Leuten, weil wenn ich da einen von denen treffe, dann hauen die mir die Birne alle ab. Ach, komm her, du Spachs. Jetzt beginnt Ja, jetzt beginnt der Tanz. Jetzt kriegst du nämlich einen auf den Deckel. Was soll das? Ja? Jetzt können wir kämpfen. Das bringt doch nichts. Ah, daneben. Oh ja, Treffer. Wunderbar. Ah, aber wie wenig Schaden ich hier mache. Ach du. Weiter! So, komm her. Gleich hab ich dich. Du blöder Scheißhaufen. Und stirb endlich. Na, komm. Jawoll. Und was hast du dabei? Ei, guck mir gar nicht nach, nehmen wir einfach alle schnell. Wo ist denn der Stock hingeflogen? Ja, hallo, Stöcklein. Sein Novizenstab, besser gesagt. Weil er hat ja jetzt noch diesen Kampfstab. Glaubst du etwa, du hast gewonnen? Du hattest Glück, nichts weiter. Der nächste Kampf findet in der Arena statt und dann werde ich dich nicht mehr schonen. Ja. Lass uns in die Arena gehen. Warum gehen wir nicht ins Bad und du seifst mir den Rücken ein? Tritt gegen mich in der Arena an. Oder bist du zu feige? Keine Sorge, du kriegst deine Abreibung. Los jetzt! Ja, muss jetzt nochmal gegen den Typen kämpfen. Das Lustige ist natürlich, der hat jetzt. Ach, der hat sich den Stab wieder genommen. Ach, Wildkopf. Na dann mal los! Warum hat er jetzt wieder volle Energie? Ich dachte, ich habe den gerade auf halbe Energie gehabt. Das ist nicht gut. Au! Oh. Und irgendwie mache ich ihm dieses Mal wesentlich weniger Schaden. Ja, wesentlich weniger. Aber jetzt kommt meine fürchterliche Combo gegen ihn. Oh nein. Ja, und da haben wir gegen ihn gewonnen. Sehr gut. Nehmen wir noch seinen Stab mit. Und der. Jetzt hast du ja nichts mehr Interessantes, außer so ein Knüppel, der richtig scheiße ist. Ach ja. Komm, steh auf. Sag mir, dass du verloren hast. Was ist passiert? Ich hab dir eine Lektion verpasst. Du solltest mal mehr trainieren, du Maulheld. Verflucht, mein Schädel. Gibt es noch mehr Gegner für mich? Oder warst du der Letzte? Nein. Geh zu Bronco, verdammter. Was wolltest du sagen? Oh, nichts, gar nichts. Ja, okay, Bronco ist der Nächste. Hey, du hast Kato in der Arena besiegt. Ausgezeichnet. Mann, ich bin echt froh, dass der mal was aufs Maul gekriegt hat. Kein Problem. Ich hoffe nur, du hast dir damit keinen Ärger eingehandelt. Wieso? Kato sind bestimmt auf Rache. Aber er ist nicht so doof, sich nochmal mit dir anzulegen. Das überlässt er Bronco. Und der kann dir Ärger machen. Und wie sieht dieser Ärger aus? Bronco wird nicht zulassen, dass du dein Training beendest. Er wird dich selbst herausfordern. Dann werde ich ihn schlagen. Das haben schon ganz andere versucht. Bronco. Das ist, glaube ich, der Trainingsausbilder. Ich glaube, der könnte ein bisschen schwerer werden. Aber ich muss erstmal meine HP regenerieren. Da bietet sich, denke ich mal, eben einmal an, schnell zu schlafen. So, schleichen wir rein. Und machen Haya Haya. So, mit voller HP lässt sich doch gleich schon wieder viel besser leben. Was willst du? Nix, ich hab doch nur geschlafen. Geh weg. Bronco, mein Bübele. Hey, was hast du mit Kato gemacht? Ich hab ihm ein wenig Nachhilfe gegeben. Er kann's brauchen. Er braucht wohl eher mal eine Pause.
jetzt zu uns. Du hast in kurzer Zeit einiges erreicht. Aber ein paar Siege gegen unerfahrene Rekruten machen dich noch nicht zum Krieger. Nicht? Nein. Um dein Training zu beenden, werde ich persönlich gegen dich antreten. Also, wenn du noch mal pinkeln willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Nee, komm. Ich trete gegen dich an. Dann werde ich dir mal zeigen, was ein guter Krieger drauf haben muss. Mir schwirrt Böses vor. Moment mal, warum hat der ein Schwert? Was soll das? Hallo? Nee, oder? Der kämpft mit dem Schwert! Und schau mal, wenn ich ihm abziehe! Und wie viel er mir abzieht! Was zum... Hallo? Ja. Nee, oder? Na, das wird ein lustiger Kampf. Ja. Und der blockt ja auch alles weg von mir. Also schau dir das an, aber auch wirklich alles. Oh, so knapp. Oh, leck mich am Arsch, ey. Weiter! Skordo schaut fröhlich zu, wie ich einen auf die Fresse kriege, oder was? Los doch! Gar nicht gut. Ja. Stirb, Bronco, stirb! Oh, das war wieder eine gute Parierattacke von mir. Los doch! Nein, wie hat das denn geschafft? Ah, toll, verloren. Du hast. Das muss ich definitiv anders machen. Weil ohne Safen und Loaden werde ich es, glaube ich, kaum gegen ihn hinkriegen. Ah, ja, das ist, glaube ich, der beschissenste Kampf im ganzen Spiel bisher. Ey, ohne Witz, wie können die Entwickler sowas hier reinbauen? Also, wenn man hier vage werden will, man pusht doch keine Stärke. Da hat man doch keine Chance gegen diesen Bastard. Absolut nicht. Wieso lass denn bitte funktionieren? Und schon wieder verloren. Ja, so, diesmal haben wir es ein bisschen anders gemacht. Wir haben ihn schon vorher durchgeschwächt. Ich habe ihn schon vorher mit Quickload und Quicksave durchgeschwächt. Und dann geht er down, der Bastard. Da geht er aber sowas von down. Wo ist sein Schwert? Ich will sein Schwert haben. Wo hast du denn ein Schwert hingeschmissen? Du Pimmel. Na, was sagst du jetzt? Darauf war ich nicht vorbereitet. Da steckt doch irgendein Trick dahinter. Wie konntest du gegen mich gewinnen? Hartes Training, das nun hoffentlich beendet ist. Na schön. Meinetwegen geh zu Vitus. Du hältst sowieso nur die Rekruten vom Training ab. Ah, mein Trick war Quickload und Quicksave, du Bastard. Ich bin der Herr der Tasten. Ohne Witz, ey. Ich habe, glaube ich, sicher gefühlte 200 Mal gespeichert und wieder geladen, wenn er mich getroffen hat. Oh. Aber der Kampf war wirklich nicht nett. Gar nicht nett. Naja, egal. So, scheiß aufs Schwert, wir gehen hier weiter. Müsste ich jetzt wieder mit Vitus reden, ne? Aber das, glaube ich, mache ich auch erst nächstes Mal.